Und Servus Leute, und zwar geht es hier um ein kleines Infovideo, und zwar um meinen Uploadplan bei YouTube. Man macht ja meist immer Seiten, man erstellt sich immer irgendwas. Und bei mir kommt ja ziemlich unregelmäßig, teilweise dann auch wieder regelmäßig Videos. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, ich blende das jetzt auch immer nach und nach für euch ein. Meine derzeit laufenden Projekte sind einmal Portal Knights im Singleplayer, einmal noch dazu noch Portal Knights im Multiplayer mit Roleplay und Farm, beides zusammen. Abgesprungen sind ja Life in the Woods und Skype hier. Dafür ist dann bei uns das Minecraft Doors Community Projekt raus geworden. Und ja, das sind so Projekte, die derzeitig bei mir laufen. Das heißt, drei Projekte, die da sind. Portal Knights wird jetzt montags und donnerstags kommen, weil ich da auch viel farmen muss mittlerweile. Ist sehr nicht darauf beziehe, dass ich das offline mitmachen muss, sondern vielleicht eventuell mal aufnehmen. Man weiß nicht, mit Zeitraffer. Den ganzen letzte Folge war auch sehr mit Zeitraffer. Und ich will auch viel auf sowas gehen, dass man so eine Folge hat, wo man viel Zeitraffer klar einbringt. Es geht schnell vorbei, aber man sieht auch das, was geschafft worden ist. Und darum geht es mir. Ich will halt die Videos ein bisschen von Qualität ein bisschen höher, das passende rausschneiden, was man rauskriegen kann bei meinen Singleplayer-Projekten. Und das wird dann halt in dem neuen Projekt, dann die Wild Eld, auch willkommen. Das startet zu Pfingsten hin. Da habe ich auf jeden Fall noch Zeit, noch ein paar Folgen ein bisschen zu verändern. Die ersten drei sind schon bearbeitet worden. Sie haben ein Intro und ein Outro bekommen und sollen halt noch ein bisschen Mitschnitt, Cut und die folgenden darauf kommen. Die ersten drei, wie gesagt, die sind schon mal mit Intro und Outro und ein bisschen angepasst worden. Und die neueren sollen dann halt dazukommen. Ja. Also nicht wundern, macht das gerade hier mitten in der Nacht, also mit 2 Uhr auf dem Wecker und ja, das ist schon ganz krass. Was sich noch verändern wird, ist mein, beziehungsweise mein, was sich schon verändert, ist mein Profilbild. Ich wollte was Neues machen, weil dies, es kann auch wie gesagt switchen, das ist kein Problem. Den Banner, den will ich auch noch bald machen, das heißt, es wird auf jeden Fall von dem her, was kommt, die Qualität sich ändern. Und da will ich halt gucken, wie gesagt, Portal Knights Multiplayer, Minecraft Doors Community Projekt und dann halt am Pfingsten dann die Wild Eld. Was hier noch zwischendurch kommt, ist dann, was ich euch ganz unten zeige, ist Shellshock, Age of Empire und ab und zu LOL Highlights wieder. Die sollten eigentlich jeden Freitag kommen, aber ich kriege halt, man muss halt viele Highlights haben, die man dazu ausnutzen kann, was ihr gesehen. Das ist echt schon schwer. Aber das sind solche Dinge, die halt dann zwischendurch. Ich glaub, vielleicht werde ich neue Games, wie gesagt, okay, was zwischendurch, mal was antesten oder sowas. Kein Problem. Vielleicht mal noch wieder eine Mod. Absolut, eine Mod ist auf jeden Fall immer geil für Minecraft. Kann man ja auf jeden Fall mal ausprobieren. Deswegen würde ich sagen, guckt euch das Infovideo an und ich hoffe, wir können mit weitermachen wie bisher. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, ciao.